Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Wir wollen auf die MS Anne. Wir kommen auf der MS Anne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Ah, Lucia zeigt das Boot-Ticket. Okay, großartig, wir kommen auf der MS Anne. Danke. Ach, die Musik ist so schön. Hallo. Viele Passagiere sind überaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Das ist gut zu wissen. Hallo, wer bist du denn? Moin Moin, du Landratte. Ich bin der Stuart auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Ja, das stimmt. So, mussten wir hier lang? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Dann fangen wir nämlich hier unten an. Gehen erstmal in die ganzen Kabinen rein. Smeltpool ist am Anfang, sehr schön. Hallo. Geben nämlich ganz viele Kämpfe hier auf dem Schiff. Der Verlierer wird Kill geholt. Los! Nö. Muss das sein? Ich trinke mal eben was. Nicht wundern. Also es ist gut, dass wir Smeltpool haben. Am Anfang. Weil Smeltpool kann Konfusion. Swoo! Sehr effektiv. Nice. Das dürfte auch das Level-Up für Smeltpool sein. Ich sehe die Zeit nicht, wie lange ich aufnehme. Ach, meine Flasche ist im Weg. So. Sehr gut. Super gemacht, Smeltpool. Level 21. Sehr schön. Erlernen tut es aber erstmal nichts, glaube ich. Nee. Alk von einem Kind besiegt. Ja, das ist unlucky, würde ich sagen. Hallo, Angler. Warte doch, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Das ist, ja. Eigentlich gar nicht mal so gut, muss ich ja sagen. Gerade ein Tentacher ist sehr schön für uns. Konfusion. Swoom. Leider kein One-Shot, schade. Aber das ist okay. Giftstachel ist nicht effektiv. Das ist gut. Und zack. Tentacher wurde besiegt. Ich glaube, wir haben auch unsere eigene Kabine auf diesem Schiff. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein bisschen am Arsch sind... Oh, kann ich da irgendwas einsetzen gegen? Aber belassen wir es mal bei Smeltpool. Wenn wir am Arsch sind, was so Pokémon-KP und so angeht, dann können wir in die Kabine gehen und so gesehen als Pokémon-Center nutzen. Und da einmal ausruhen und dann sind unsere Pokémon wieder geheilt. So, ich habe jetzt einfach mal Schlafpuder gemacht. Zur Sicherheit. Mein Mikrofon ist irgendwie... Irgendwie ist es seit letztem... Also gestern nicht mehr so in dem Punkt, wie es eigentlich stehen sollte. Das ist ein wenig weird. Aber naja. Sehr gut. Stern, du auch noch. War noch kein Psycho-Pokémon, ne? Ich würde sagen, wir machen noch wieder... Nein, ich wollte Schlafpuder nutzen. Ah, egal. Dann ist das so. Aquaknarre, okay. Ich glaube, mein Sound ist weg, weil meine Boxen sich abgeschalten haben. Abgeschalten. Das war laut. So, einmal Giftpuder genutzt. Weil jetzt... Aua. Wow. Ich hab mehr Damage erwartet. Jetzt verletzt sich Stern du selbst oder wird halt durch Gift verletzt und deswegen reicht jetzt eine Konfusion aus. Und wenn nicht, hätte Stern du sich... Ja, hätte das Gift Stern du besiegt. Und Smeltpool Level 22. Ich weiß gar nicht... Mist, der ist mir entwischt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie demnächst mal eine... Oder in dem Spiel überhaupt eine richtige Arena gibt, wo Smeltpool richtig böllern kann. Doch, eine Gift-Arena gibt es, ne? Da kann Smeltpool ein bisschen was... Ja, Smeltpool der Arena... Das Arena-Pokémon, sag ich mal. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Hätte ich nicht anders erwartet. Wegen Konfusion halt... Obwohl halt da auch ganz gut Nidorino wäre. Beziehungsweise dann dürfte es eigentlich schon Nidoking sein. Weil Schaufler und so. Aber es gibt... Ah, ein späteres Teammitglied dürfte auch eine Attacke können, die halt gut gegen Gift ist. Ich weiß noch nicht welche, aber irgendeine. Ja, was? Als ob den Tag jetzt nicht... Und als ob jetzt Superschall durchkommt. Okay, wir versuchen es mal mit einem Tackle. Ah, bitte. Na, warum?
Also was hier Verwirrung angeht, habe ich in diesem Let's Play bisher nicht so viel Glück gehabt, ne? Also, jetzt mal ehrlich. Es macht halt mehr Damage als den Tacher an sich. Das ist halt das Problem. Oh, es ist so bitter, ne? Jetzt Smetbo sogar langsamer. Auch Smetbo. Und jetzt auch noch vergiftet. Wenn du dich jetzt wieder verletzt durch Gift, ne? Durch Verwirrung. Okay, gut. Ah. Meine Güte. So, das nächste Stern. Wir wechseln mal vorsichtshalber aus. Und setzen... Ne, Nidorino nicht. Jetzt mal Tauboga kommt. Tauboga braucht noch ein bisschen Training. Nidorino wird halt genug trainiert in der Arena. Schätze ich jetzt einfach mal. Gibt da ja relativ viele Trainer. Dann noch den Arenaleiter. Also da wird Nidorino auf jeden Fall genug trainiert. Oh, ich habe eine Nachricht bei Discord. Alter, das war Damage. Sorry, Person, die mir geschrieben hat. Ich kann dir jetzt nicht zurückschreiben. Und noch einmal ruckzucki, dann dürfte Sterno besiegt sein. Yeah. Und dann müssen wir... Ja, doch, komm. Wir setzen Gegengift für Smetbo ein und noch ein Tränkchen. Trank für Smetbo. Das reicht erstmal an KP. Und ein Gegen... Ne, nicht X-Abwehr. Gegengift. Die X-Abwehr und so, X-Spezial und X-Treffer, oder wie die alle heißen, nutze ich nie. Habe ich nie genutzt. Finde ich nicht stark. Finde ich nicht krass. Da kann ich auch einfach... warte. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Ich bin nicht aufgedreht, was? Ich? Nein, niemals. Hä? Wie kommt da drauf? Was? Nein, ich weiß nicht. Da kann man genauso gut eine andere Attacke nutzen. Also anstatt einen Zug oder so. Oder mehrere Züge sogar für so ein X-Item einzusetzen, zu verschwenden. Muss ich ehrlich zugeben. Also, weiß nicht. Vor allem, das hebt das ja auch nicht mal krass an, ne? Das steigert doch nur um 1 oder so. Warte, ich... Keine Ahnung, wie viel das steigert. Aber... Es lohnt sich meiner Meinung nach nicht unbedingt... sowas einzusetzen. Weiß nicht. War ich nie der Fan von, habe ich nie genutzt. So... Werde ich auch, glaube ich, nie nutzen. Vielleicht wird's halt im Competitive anders gesehen oder so. Kein Plan. Aber... So, als für mich als Casual-Player ist es nicht so krass. So, ich habe auch schon ein paar Let's Player gesehen, die das halt in so einem Casual-Run, sag ich jetzt mal, genutzt haben. Und auch in einem Casual-Run oder so, weiß nicht, so gespielt haben, als wäre es ein Competitive-Kampf. Da denke ich mir so, ich glaube, ihr macht da irgendwie... Ich glaube, ihr... Was? Oh, schade. Nicht besiegt. Ich glaube, ihr übertreibt da gerade ein bisschen. Aber jeder, wie er selber spielen will, ne? Seine eigene Art zu spielen. Dann von dem Let's Player. Oder von der Person. Oh nein, verloren! Ja. Verdient. Deswegen, also, mich stört's jetzt nicht. Könnt's ja machen. Aber ich nutze meine Züge dann oder meine... Ja, ist so gesehen Zug, wenn du ein Pokémon angreifen lässt. Ich nutze das dann lieber dafür, um halt... Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Um halt irgendeine Attacke durchzukriegen, anstatt... Irgend so ein X-Item oder so. Seebär. Schon wieder, ne? Mach mal einen Giftpuder. Weil wir gemerkt haben, okay. So eine Konfusion, eine Konfusion reicht nicht aus. Und ein Tackle hinterher auch nicht unbedingt. Blubber. Ja, Blubber ist okay. Also Smet bekommt auf jeden Fall... Also Level 25 ist definitiv drin. Also 100%ig, schätze ich. Ist ja jetzt schon nach der ersten Ebene, sag ich mal, das Schiff ist schon 2 Level, jetzt gleich 3 Level aufgestiegen. War noch Level 20, ne? Ja, kurz vor 21. Jetzt ist Level 23, das schöne Smetbo. Wirbelwind. Nee. Da belasse ich es lieber bei meinen jetzigen Attacken. Mushas. Ja, bleiben wir bei Smetbo. Also Level 25 ist auf jeden Fall drin. Vielleicht halt sogar mehr. Weiß man nicht. Könnte ja auch sein, dass er Level 26, 27 oder so wird. Das... Okay, Eisspiel macht nicht so viel Schaden, das ist okay. Wäre natürlich geil, wenn Smetbo noch so... schön viele Level kriegt.
Also in der Arena und dem nächsten Weg, sag ich mal, wird er, glaube ich, nicht eingesetzt. Weil, ja, Arena ist Elektro, da kann Smetbo eigentlich gar nichts gegen tun, außer vielleicht halt Schlafpuder und so, Giftpuder nutzen, weiß nicht. Und der Weg zur nächsten Stadt wäre dann halt wieder eine Höhle. Und davor noch ein bisschen was, aber da kann ich ja jetzt, kann ich mir Smetbo jetzt auch nicht so krass vorstellen, muss ich sagen. Um da wirklich zu trainieren. Deswegen. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal Smetbo irgendwie aufheilen gehen, weil es hat bald keine AP mehr für Konfusion. Kilunter, das war's für mich. Ha. Hallo. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Echt? Ha. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ein Mushas. Okay, nur ein Pokémon, alles klar. Oh, Level 21. Dann nutzen wir auf jeden Fall Giftpuder. Und danach ballern wir ihm ein bisschen Konfusion ins Gesicht, würde ich sagen. Oder in den Kopf ja eigentlich eher, ne? Ins Brain. Dürfte nicht so viel Schaden. Oh, Konfusion. Gift macht schon ganz gut Damage, würde ich sagen. Ja, dann reicht gleich auch ein Tackle aus. Sehr schön. Auf jeden Fall. Wir könnten die Runde auch nutzen, um Smetbo ein bisschen zu heilen, weil Gift würde es doch so besiegen. Aber das wäre irgendwie Rundenverschwendung, muss ich sagen. Ja, was für ein Kampf. Der war... Ach, sag ich nicht zu. Der war jetzt nicht so überragend, muss ich so zugeben. Supertrank. Okay, sehr schön. Hallo. Ein Pokémon Mashok ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Oh. Mashok. Oh. Cool. Wir werden bestimmt auch noch irgendwann ein Pokémon haben, was Stärke kann. So, das ist nicht unsere Kabine. Das ist auch nicht unsere Kabine. War das unsere Kabine? Nein, aber ein Instant-Trainer. Das ist nett. Du Rotznase, was fällt dir ein? Ey, nenn mich nicht Rotznase. Such nur meine Kabine, es tut mir leid. Ha. Nidoran männlich. Leichtes Ziel für Smetbo mit Konfusion. Dadurch, dass es Gift ist. Sogar One-Shot. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Das kam echt unerwartet. Aber nach dem Kampf ist Smetbo sogar schon Level 24, Leute. Ist das nicht geil? Wenn das Nidoran weiblich jetzt besiegt, überlebt, ne? Was? Wieso? Aber ich habe doch... Hat Nidoran männlich eine schlechtere Verteidigung? Also Spezialverteidigung? Ja, vielleicht, ne? Vielleicht eine schlechtere Spezialverteidigung, aber eine höhere Verteidigung und das... Nidoran weiblich, eine höhere Verteidigung. Spezialverteidigung, aber niedriger Verteidigung oder so. Keine Ahnung. Mist, du bist ganz schön gut. Ich weiß. Danke. Aber ich suche immer noch meine Kabine. Wir hatten noch eine Kabine, oder nicht? Ich suche meine Kabine. Smetbo. Okay, ich muss Smetbo jetzt kurz hier. Leute. Ich hatte doch eine Kabine, oder nicht? Nee, man hat doch eine Kabine auf dem Schiff. Bin ich jetzt dumm? Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Wo sind wir hier? Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon die Umgang mit dem Zerschneider. Oh. Ein kleiner Hinweis. Oh lol, hier ist ein Trainer. Ahoi, bist du seekrank? Nee, eigentlich nicht. Okay, aber danach... Macholo, wow. Können wir das Boot einfach wieder verlassen? Ich glaube schon. Müssen wir ja, das wäre sonst ein bisschen gemein, oder? Oder können wir einfach in irgendein anderes Bett gehen?
Geht das? Probiere ich gleich mal aus bei dem Trainer, den wir schon besiegt haben. Bei dem Gentleman. Habe ich früher mal gelesen. Ich wusste nicht, dass es Gentleman ausgesprochen wird. Weil kleines Kind und so. Und dann habe ich einfach nur immer Gentleman gelesen. Ich dachte mir so, hey, das ist ein komisches Wort. Ja, echt ein komisches Wort. Titus, du hast Glück gehabt. Nein, das war alles Können, denn mein Smetbo ist ein sehr, sehr starkes Pokémon. So. Gucken wir mal, ob wir uns einfach hier in diese... Was hier? Ja. Können wir dein Bett benutzen, Opa? Nein, können wir nicht. Können wir denn wirklich... Also... Ja, okay, gut. Dann können wir einfach wieder rausgehen. Und ins Pokémon Center. Okay, ich hatte schon Angst, ey. Das wäre echt ein bisschen bitter gewesen. Das wäre echt gemein gewesen vor allem, oder? Also... Nee, das wäre gemein. Das wäre echt gemein. Di-di-din. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, mache ich irgendwann. So. Dann wieder zurück aufs Schiff und die weiteren Trainer bekämpfen. Achso. Oh, ja, haben wir. Ich war doch schon auf dem Schiff. Komm schon. Also ich habe noch keinen Charakter gesehen, der so aussieht wie ich. Hallo. Ich mache immer alleine Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Oh. So voll forever alone irgendwie. Pucano. Ich glaube, wir wechseln vorsichtshalber. Weil so Glut kann Smetbo schon echt gefährlich werden. Das wäre echt nicht gut. Deswegen lieber auf Shillock wechseln. Das ist schon besser. Ambiss, okay. Oder Blubber? Nee, komm, Aquaknarre. Einfach rein. Nicht mal One-Shot. Shillock, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich ein bisschen. Komm, Biss. Sehr nice. Und als nächstes noch ein Fukano. Ja, komm, dann kommt nochmal Shillock. Bedroher mindert Angriff. Ja, ich weiß. Aquaknarre. Ist jetzt eigentlich doppelt gemindert? Oder vermindert? Wisst ihr das? Ist er doppelt vermindert jetzt, weil er zweimal ja die Fähigkeit auf Shillock eingewirkt hat? Was? Okay. Das wundert mich gerade. So, das erste Mal Glut abbekommen. Und gleich Verbrennung. Oh weh, verloren! Ja. Tut mich belasten, wenn ich tue. Haben wir einen Feuerheiler? Zufälligerweise aufgehoben irgendwann mal. Nee. Ja, dann, ist das leider so. Okay. Und der nächste Kampf noch. Hallo. Du siehst müde aus. Oh. Echt? Oh Mann. Leute, das echt jetzt? Das ist gemein. Bedienung, ich hätte gerne ein Stückchen Torte. Ich bin nicht die Bedienung. Das ist echt gemein. Hallo. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Hallo. Ich reise immer mit Knuddelhof. Knuddelhof, Knuddel, Knuddel. Okay. Wir sind kaum Trainer, habe ich das Gefühl. Das dürften aber Trainer sein, oder? Yes. Bin total ein Pokémon-Fanat, du auch? Ja, Mann. Oh, das ist der letzte Kampf für heute. Nidoran männlich. Ja, das wird ein schneller Kampf. Konfusion! Schade, kein One-Shit. One-Shit. Alles klar. One-Shit, Kein One-Shot mehr. Ich wollte gerade so eine Mischung aus One-Hit und One-Shot sagen. Okay. Aber die Verwirrung hat's geregelt. Sehr schön. Können wir eigentlich noch einen Kampf machen, ne? Wir machen eine große Weltreise. Cool. Durchbruch. Das ist auch... Oh, das ist eine schöne Attacke. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen.
Das ist gut zu wissen. Aber ich weiß noch nicht, wem ich welche TMs beibringen. Ich glaube, es könnten nur Nidoking oder Shillok bzw. Turtok hier Durchbruch lehren. Ich glaube, ich würde es eher Shillok beibringen, um ehrlich zu sein. Dadurch, dass Nidoking dann später schon Doppelkick hat als Kampfattacke. Und dann kann Shillok auch nochmal was ausrichten gegen Normal und Stahl und so. Und ja gut, Stein allgemein ja schon. Ja, eigentlich nur Normal und Stahl, ne? Oder fällt mir jetzt was nicht ein? Nee, dürfte es gewesen sein. Das wäre eigentlich... Ja, doch. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, oder? Shillok Durchbruch beibringen? Nein, ich habe die ganze Welt für dieses Pokémon bereist. Okay. Das findest du gleich in Alabastia. Ja gut, fast Alabastia. Verdania City. Also wenn du jetzt Nidoran meinst. So. Bisschen rechts von nicht Verdania. Ach, du weißt, was ich meine. Für sie wahrscheinlich nicht, ihr schon. Gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!